Wann immer wir mit einer anderen Person interagieren, gibt es sichtbare und unsichtbare Anteile an dieser Kommunikation. Sichtbar für unser Gegenüber sind, was wir sagen, unsere Worte und wie wir uns verhalten. Unsichtbar für unser Gegenüber sind unsere Gefühle und Bedürfnisse. Ganz natürlicherweise konzentrieren wir uns häufig auf die sichtbaren Anteile, denn die sind schließlich offensichtlich. Wir achten vor allem auf das, was unser Gegenüber sagt und tut. Gerade in angespannten Phasen einer Interaktion oder einer Beziehung, also zum Beispiel im Streit, kann das aber schnell dazu führen, dass die Fronten sich verhärten. Beispiel: Ole stellt mir eine Frage. Ich antworte eher knapp. Das irritiert mich. Ich fühle mich von dem, was Marvin beschäftigt, ausgeschlossen und stelle deshalb noch mehr Fragen. Warum Rune das tut, bleibt für mich aber unsichtbar. Ich sehe nur, dass er noch mehr Fragen stellt und mir vielleicht sogar vorwirft, ihm gegenüber nicht offen zu sein. Dadurch fühle ich mich kontrolliert und eingeengt. Was wiederum für mich unsichtbar ist, weil es ja nur in Marvin drin passiert. Ich bekomme nur mit, dass er sich daraufhin über meine ewige Ausfragerei beschwert. Davon fühle ich mich noch mehr ausgeschlossen und zunehmend nervös. Er verheimlicht doch irgendwas. Und ganz schnell landen wir in einem Teufelskreis aus Vorwürfen, in dem wir beide vor allem das Verhalten der jeweils anderen Person wahrnehmen, das unser jeweiliges Gefühl bestärkt, wodurch wir noch mehr so handeln, dass das Gefühl der anderen Person bestärkt wird. Wie können wir daraus ausbrechen? Indem wir von der Kommunikation über das Sichtbare wegkommen und über die unsichtbaren Anteile unserer Gefühle sprechen. Im Beispiel etwa darüber, dass ich ein Bedürfnis nach Vertrauen habe und mich daher von Nachfragen kontrolliert fühle und deshalb abblocke. Und darüber, dass ich ein Bedürfnis nach Offenheit habe und mich daher von Marvins Einsilbigkeit zur Seite geschoben fühle, weshalb ich dann noch mehr nachfrage, um das aufzubrechen. Und darüber, dass es mir mit diesem Gefühl schwerfällt, ihm das Vertrauen zu schenken, das er sich wünscht. Während es mir mit meinem Gefühl, dass Rune mir Misstrauen entgegenbringt, schwerfällt, die Offenheit zu zeigen, die er sich wünscht. Wie kannst du dafür sorgen, dass ein Gespräch auf diese Ebene kommt? Entweder du machst selbst den Anfang und sprichst darüber, dass du aufgrund eines bestimmten Bedürfnisses gerade bestimmte Gefühle hast und dich deshalb so verhältst, wie du es tust. Oder indem du die andere Person fragst. Verhältst du dich so, weil du dich gerade so und so fühlst und vielleicht das und das brauchst? Ja, sich so auszudrücken mag unnötig kompliziert erscheinen. Aber diese Schleifen über Bedürfnis, Gefühl und Verhalten helfen dabei, weniger vorwürflich zu klingen. Damit vermeidest du also wieder im Teufelskreis des Sichtbaren zu landen. Probier's mal! Und wenn dir das Video gefallen hat, dann like doch gerne das Video und folg unserem Kanal.